da sind wir wieder bei Kuchelfit aus dem Condito in Bozen mit dem Jonas Hochkofler und unserem Karl Baumgartner. Gekocht hat alle mit Südtiroler Produkten. Jonas, du kochst heute gegen einen Sternekoch, weißt du? Ja. Bammel? Nein, geht schon. So wie es für einen Hochkofler gehört, hat er natürlich keine Angst, kennt er nicht. Heute gibt es Südtiroler Fleischbällchen mit Joghurt-Dip. Und um zu wissen, was wir dazu jetzt brauchen, waren wir kurz mit Jonas in Kassel. Ja. Hallo Karl, jetzt organisiere ich gerne die Geheimwaffe fürs Kuchelfit-Duell gegen dir. Lass gleich sehen, was das ist. Hallo Oskar, grüß dich. Hi. Ich brauche da 1,5 Kilo Faschiert für Südtiroler Rind. Ja, gern. Hast du sie ein Stückchen von mir? Ja. So etwas? Ja, das ist perfekt, danke. So Karl, jetzt bin ich gerüstet fürs Duell gegen dir. Meinerseits bereit? Ja. Auf geht's. Jonas Hochkofler. Schöner Klang vom Namen her. Ha? Geil. Wahnsinn. Du bist ein Sarner, gell? Ja. Wie? Ja. Was machst du sonst, Jonas? Ich tue sonst in Büro arbeiten, bin Südtiroler Frauenviehzuchtverband und sind wir mal ganz viel mit Rindfleisch zu tun. Und deswegen ist mir Südtiroler Qualitätsfleisch ist mir ganz besonders wichtig. Und da habe ich versucht, unedle Teile auszufinden und aus der Erne das Rezept zusammengestellt. Aha. Ja, okay. Ob es zum Sieg noch reicht, muss ich erst schauen. Unedle Teile, apropos unedle Teile. Karl, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut und ich sage allem, bei den Fleischkrapflern braucht's ein Fleisch, was viel Gelatin drin hat. Dann braucht's die Wadeln. Aha. Nicht Krapfler will ich, gell? Ich will Fleischbällchen. Was tut der Karl? Das sind Blüten, getrocknete Blüten aus Südtirol. Und das jedest du in der Milch? Riech einmal. Lass gut riechen. Mm. Ja? Okay, du hast schon einmal die Semmel eingeworfen da. Sie wach werden, dass wir sie danach in der Fleischmasse. Ja. Inne. Okay. Was ist das für Käse? Der riecht relativ. Das ist ein Stilfser Bergkäse. Ah, in der Milch inne. Ja, ein bisschen tue ich rein. Ja. Ja. Hin und wieder brauche ich auch ein gutes Glas Wein. Und das haben wir heute auch an. Was haben wir denn heute? Gut. Heute haben wir einen, der was genau nach meiner Krogen weit ist, Karl. Einen Merlot Cabernet. Jawohl. Ah, der kommt von Courtatsch. Das ist ein Corvée natürlich. Mehr Anteil Merlot und weniger Cabernet. Sonnengelogen von Courtatsch. Willst du das anschlicken oder willst du das eigentlich konzentrieren? Oh, ich probiere jetzt schon. Du probierst jetzt schon? Aha. Dann filmen wir jetzt auch. Dass er nicht mehr weiß, wie er. Okay, das mache ich. Weißt du, wenn es keinen Fleischwolf gibt, ja, Karl, muss man etwas anderes nehmen. Du brauchst einen Fleischwolf oder was? Ja, normal habe ich da ganz eine andere Technik. Schau, Karl. Zum Wohl. Zum Wohl. Jonas, auf dein Wohl, gell? Du hast gesagt, du trinkst danach. Ja. Du hast jetzt den Zwiebel kurz angeröstet? Ja, das haben wir doch zu wenig getan. Aha. Und du hast es wie scharf gemacht auch? Ja, ich habe wie Peperoncini getan. Ja. Oder man kann auch Chili-Pulver nehmen. Und Jonas, ich sehe dich auf einem guten Weg. Ja. Tut zwar viel kunstvoller da, aber ich glaube. Ja, geil. Das Resultat, weiß ich nicht. Jetzt muss man den Wein kosten. Kostet man allem die reiche Masse. Da fehlt noch was. Echt? Was fehlt? Weißt du, was ich nicht hatte? Was? Ein Stamperle. Ein Stamperle, Schnaps oder was? Cognac. Darfst du auch gerne einen Cognac rein? Nein. Kein Cognac? Nein, danke. Karl? Cognac. Willst du einen Cognac, ehrlich? Gibst du mir ein Schlick? Was kriege ich? Was kriege ich? Was kriege ich? Ciao. Feuerwerk! Heute ist er, das ist die Aufgabe. Das ist schon gewählt. Das und wir hupfen zu löschen. Ah, bist du Feuerwehrer? Ja. Na, wie hast du jetzt den Brand gelöscht? Ja, das ging einmal mit der Branddeck und einmal kann man noch eine Schale Wasser nehmen. Eine Schale Wasser bereit gegangen.
Der Karl hat es am liebigsten mit Cognac läschen. Ja. Darf er anhoben? Ja. Komm, ein Schlick. Okay. Cognac ist schon etwas Feines. Hä? Ist schon fein, gell? Die kommen dann auf den Grill. Und danach kommen sie ins Rehl? Ja, bis in die Kerntemperatur von 72 bis 75 Grad um. Und danach kann man sie aussortieren. Ja? Jetzt schaust du mal das Krapfel um. Wie kommt das ganz her? Nett, ja? Ganz nett. Ein Bim tut sich wie mehr Hometland. Ja, nicht? Bei mir ist es eher wie ein so Stadtland, gell? So ein Stadtlach. Stadtlachkrapfel. Ja. Ich tue es jetzt umbraten und danach kommen sie in der Reihenlinie und danach kommen sie in der Reherlinie. Ja. Aber ich sehe schon, das läuft noch ein wenig dauern, deswegen habe ich mir etwas mitgenommen. Jetzt mal einen Bäcker. Hm? Ja gut. Aber jetzt starten wir einmal um. Jetzt starten wir einmal um. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Fein sein. Zum Wohl. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch, echt. Ja, wie war's? Noch könnt ihr es anrichten, bitte. Ich sehe nichts. Ich tue es leicht schmecken, leicht kosten. Also, bereit? Hallo? Ja. Wir sind bereit. Okay. Also, ich darf jetzt gern von Teller Nummer 1 kosten. Auf. Aha. Super. Sehr lecker. Jetzt bitte vom anderen Teller, bitte. Oh. Okay. Ein ganzer Knödel. Ah, total gut. Boah. Und der schmeckt einfach ein bisschen mehr noch Kräuter etc. Und das ist wirklich, wirklich fantastisch. Also, das ist sehr gut. Tut mir wahnsinnig schwer. Das ist echt der Wimpernschlag, aber mir schmeckt der davor besser. Wer ist der? Rollte Kochen. Gut, mal los. Aber super. Jonas, wirklich. Weil es ist ein hauchdünn Rundenschiff. Karl, dir auch. Gratuliere. Ja, danke. Aber gratuliere. Jonas, danke. Ja. Jonas, wirklich. Aber ein super Rezept. Super gemacht. Danke. Das sind wirklich beide hervorragend. Danke, Henk, zwar. Danke, Jonas. Danke, Karl. Danke, Henk. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.